for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Ich bin hier in der Schweiz auf der Baselbieter Reptilienbörse. Die Schweiz hat, beziehungsweise ich habe euch vor einigen Jahren schon mal von der Börse wegen was gezeigt. Ich bin jedes Jahr hier, ich finde es die schönste Börse in der Schweiz und ich werde euch einige Dinge davon zeigen, auch wieso aus meiner Sicht das die schönste Börse hier in der Schweiz ist. Hier mal ein kleiner Überblick von oben. Das ist hier in der Sporthalle in Lausen. Die Halle ist jetzt nicht riesengroß, aber wirklich gut gefüllt, wie ihr sehen könnt. Die ganze Geschichte ist ja wirklich toll organisiert. Der Markus Bohrer, ich zeige ihn euch nachher noch, ist der Organisator. Er macht das wirklich toll und professionell schon seit 10, 15 Jahren, weiß gar nicht, müssen wir mal fragen. Das fängt beim Parkplatz an und wird bei der Ordner, beziehungsweise die Ordner, die haben alle ein T-Shirt mit Security an, hört sich martialisch an, aber das funktioniert wirklich gut und toll. Und wie gesagt, das ist schon ein Teil, was diese Börse ausmacht, ne, weil es einfach völlig stresslos, relaxed, entspannt, alles schön abläuft. Dann will ich euch mal ein bisschen rumführen hier, was die Schweizer so haben. Hier gleich mal Morelia Spilotis Schweiz. Der Daniel. Daniel Büter. Relativ seit Jahrzehnten eigentlich ein Teppichpython-Züchter hier in der Schweiz. Hier die, selbst die Österreicher dürfen in die Schweiz einreisen. Hier der Willi Obermeier aus Österreich besucht die Schweizer Börse. Haben wir auch diverse hübsche Regios. Mal kurz hier rüber. Die Spinnenszene ist in der Schweiz recht populär, oder ich würde bald sagen, die Schweizer sind uns, was die Spinnen angeht, relativ voraus. Was ist das, wie heißt? Das ist eine Nando Tripeppi. Nando Tripeppi. Ist das hier gerade wegen so das eins der Highlights, oder? Nö, aktuell, eigentlich nicht. Aber ein entspanntes Tier. Ein entspanntes Tier, obwohl sie sich demnächst häutet, deswegen hat sie einen schwarzen Hintern. Okay, ja genau. Okay. Bleibt wenig, ja. Günther und Patricia aus Singen. Guck, die nächste. Ich erzähle gerade von der Schweizer Spinnenszene, dass in der Schweiz die Spinnenszene recht groß und populär ist. Ja, ist sie auch, aber wir kommen trotzdem aus Deutschland. Aber die Anbieter kommen aus Deutschland hier. Gut, danke. We'll be right back.
Wir wären Mohrenköpfe. Die gute Schweizer Mohrenköpfe. Die gute Schweizer Double Mohrenköpfe. Nicht schlecht. Ja, bitte, gerne. Du bist aus der Schweiz. Noch jede Menge Literatur. Leute lesen Reptilienbücher. Der Vortrag jetzt 14 Uhr. Faszination Kornadern, Pflegezucht von Beat Mummenthaler. Hier geht's rein in den Vortragsraum. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Also auf der Börse hier sind einige zig Hunderte bzw. mehr wie 1000 Leute. Und so ein Vortrag hier, am Schluss sind es vielleicht 50 Leute, die sich so einen Vortrag hier anschauen. Das ist eigentlich fast wenig schade, weil das ja wirklich eine tolle Sache ist, die sich immer lohnt. Jetzt muss ich euch noch hier ganz kurz, der Markus Bohrer, der Veranstalter. Markus, schau einmal in die Kamera. Also er veranstaltet diese schöne Börse hier. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das Wichtigste hier. Grillwürste, Getränke, kalte Essen, Getränke. Das ist mal ein anständiges Catering, was man hier hat. Hier gibt es richtig ordentlich leckere belegte Brote. Schaut euch mal die Dinger an. Getränke. Und was ich auch immer für wichtig finde, hier draußen wird gegrillt. Da gibt es Salate. Hier so heiße Würste, Hotdog. Aber das ist auf dem Grill immer meine Favoriten hier, die Schweinswürste, die es da gibt. Immer eine leckere Sache hier. Ja, also, falls ihr wissen wollt, wieso ich auf diese Börse gehe, hier seht ihr den Hauptgrund, wieso ich hier bin, weil das einfach immer lecker schmeckt hier und Spaß macht. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.